Ja, aber ich musste ja trotzdem alle töten. Damit sie nicht wieder meine eine Stadt da plündern zum Beispiel oder nicht die Dorfbewohner angreifen. Also eigentlich müsste ich diese größeren Gruppen auch noch angreifen, aber. In der Abweg kriege ich noch nicht. Da kann ich mithelfen. Ja, das berechne ich nicht. Nein, nein, nein. Das probieren wir mal so. Ja, geht mal gut vor. Ist okay, ist okay. Jetzt gehen wir hinterher. Das sind ja bloß Bogenschützen, wo wir gegen anlaufen, ne? Erster Tod von denen. Die Waldviecher sind so böse. Gleich, gleich, gleich. Alles so? Alles so. Vier Verluste, aber nicht bei mir, sondern nur bei ihm. Wesentlich bessere Autoberechnung. Da wäre viel mehr in die Hose gegangen. Oh, wer kämpft hier? Gelb greift das westliche Kaiserreich an. 2, 4, 6, 8, 9. Ist grenzwertig. Eventuell greifen wir Gelb bald an. Machst du eigentlich immer Ansturm? Wie meinst du immer Ansturm? Immer Charge? Nein. Wir hatten richtig coole Schlachten vorhin, auch die ganz großen Schlachten, wo ich ganz viel hin und her geschoben habe und flankiert und zurückgezogen und ja. Aber bei sowas ist es nicht notwendig. Liebes Garantor. Die Zange genommen. Sehr gut. Moin, Tarugi. Moin, moin. Mein Magen meldet sich langsam. Ja, gucken wir mal, ob frische Pferde da sind. Dann jagen wir weiter. Kein Herdenmalus, ne? Nö. Gut, 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 gut. Warum ist es trotzdem so langsam? Wir müssten eigentlich auf 6, noch was kommen. Ja, wir sind keine Armee. Ah, wir haben keine Kavallerie. Ja, klar. Okay. Vielleicht doch ein bisschen Kavallerie. Essen ist immer noch ein Problem. Verletzte? Stimmt, aber dann müsste hier eigentlich ein Abzug sein, oder? Abzug für Verletzte? Ich bin zumindest relativ sicher, dass da auch steht, verletzte Einheiten und dann minus noch irgendwas. Die sind mir eindeutig zu nah im Dorf. Komm, komm, komm. Wieder Zange, sehr schön.
Also die Gruppen, die hier von mir rumstreuen, helfen schon ganz gut mit. Also selbstständig welche zu töten, aber auch die mir quasi entgegenzuschieben. Ja, ich weiß, war gerade ein bisschen teuer mit den Wüstenpferden da, aber das haben wir, ist okay. Und der ganze Ramsch kann noch weg, sind wir bei 80.000. Puh, 800er Armeen inzwischen schon. Aber wir haben eine größere Armee. Sobald sich das hier ein bisschen. Nahrung, danke. Mach ich gleich. Sobald sich das hier ein bisschen gelegt hat mit den ganzen Einheiten, die rumwuseln, gehen wir ins türkise Gebiet und machen Zwangsrekrutierung. Und die bringen wir einfach hierher zurück. Und hier werden sie ausgebildet. Ja, Nahrung, definitiv Nahrung. Handeln. So, Getreide ist ganz schön teuer. Alles ist jetzt ziemlich teuer. Ein bisschen Fisch geht. Brauchen mehr, um den Tag durchzuhalten. Na, so, nehmen wir auch das Getreide mit so. Fertig. Und gucken uns jetzt in unseren Dörfern um nach Essen. Da sind nur Pferde. Du bist eine Karawane, du 45er, ne? Ja. Überfallen. Viel zu langsam. Oder so. Oder du machst einen Abstecher nach Süden und kaufst wieder Getreide ein. So ein riesen Vorrat für die ganze Armee für eine ganze Weile, das klingt gut, ja. Das sind nur meine Archer. Ich dachte, da wäre noch. Oh. Okay, wir haben fast nur Infanterie. Forward! Das ist meine Kavallerie. Hm. Die besnipern uns jetzt schon. Das wird wehtun. Auf Kante. Ja, fair teuer. Wir haben ja 80k auf Kante. Das Essen ist aber zu teuer. Nee, ich weiß halt, wie teuer das Getreide sein kann. Das können wir für 6 kaufen. Und das dann stattdessen für 22 oder 30 zu kaufen, ist dann... Nee. Wie bist du an deine Burg gekommen? Ich war Vasall einer Fraktion, wir haben Krieg gehabt, ich hatte als Vasall keine Burg, also wird mir eine Burg zugesprochen. So funktioniert die Mechanik meistens. Dann war der Krieg vorbei und wir hatten die Burg immer noch. Alla de Suel sagt, moin, immer noch am Spielen. Jo, immer noch am Spielen. Oh, ich hätte beim Infanterie-Leuten vielleicht noch länger hinten bleiben sollen, bis die keine Munition mehr haben, die Archer. Also wenn sie wirklich keine Munition mehr haben können.
Ja. Wo gibt es echte Kamele? Im Süden gibt es keine Kamele. Wir haben es schon. Aber ich kann mal schauen. Ah, du bist immer noch Vasall? Nein, ich habe mein eigenes Königreich. Was für diplomatische Strafen hast du denn dafür bekommen, dass du die Fraktion verlassen hast? Keine schwerwiegenden. Ich habe keine Kriegserklärung bekommen, das war das Wichtigste. Also sie mochten mich nicht. Es gab auch Standing-Verlust. Aber es gab keine offizielle Kriegserklärung. Das heißt, ich hätte dann die zwei Burgen und die Dörfer dazu und ich hätte den Krieg mit Keim. Was super ist. Sonst hätte ich mir aber einfach Frieden gekauft. Also, ja. Das ist auch immer eine Alternative. Ja, ich weiß, es gibt Kamele. Und ich weiß, es soll sie auch im Süden geben. Aber in den zwei, drei Spielständen, die ich jetzt bisher hatte hier, gab es im Süden nie Kamele zu kaufen. In keiner Stadt. Läuft noch? Oh, es läuft noch. Jetzt ist es fertig, ja. Da lag ein totes Kamel. Nein, lag da nicht. Da lag kein totes Kamel. Das ist Fake News. Oh, Maultiere. Mhm. 6 Pferde für die Sammlung, damit wir langsam schneller werden. Hohe Moral, ja, können wir noch Nahrungshilfe, können wir noch ein bisschen was boosten. Also wir wollten ja. Kurz mal nach unten gucken. Das Schaf kann mal sterben. War kein guter Tausch, ne? Maultier, das ist ein Zeichen. Ja, nee. So, Fisch ist okay. Geht auch auf 10 runter, ich weiß. Aber ich hole erstmal jetzt ein bisschen mehr davon. Trauben geht so, Oliven geht so. Der Rest ist so teuer. So, Nahrungsvielfalt mehr. Nahrungsvielfalt plus 3. Dadurch müssen wir jetzt noch mehr Geschwindigkeit Booster eigentlich bekommen, auch wenn es echt nicht viel ist. Gefangenen ziehen uns eher gerade runter. Wird zu lange dauern, das zu rekrutieren. Weg damit. Die alle zu Mamelucken. Die alle zu den Besseren. Die alle zu... Ich weiß leider nicht, wie die weiter aufgestuft werden. Flänkler und Bogenschützen. Fegelagerer. Achso, hier wieder Hälfte, Hälfte. So. Bergmensch zu Gesetzlosen. Die einfach hoch, die einfach hoch, die einfach hoch. Es gab richtig viele Erfahrungspunkte. Armbrust, Armbrust. Veteran, blubdiwub. So. Gut. Weiter. Auf dem Weg nach unten zu unserer Lieblingsgetreidestadt gehen wir bei den Pferdedörfern rum. Und holen so lange stinknormale Pferde möglichst günstig, bis wir einen Herdenabzug bekommen. Und den kaufen wir noch ein paar, weil unsere Armee später größer sein wird. Und wir den Herdenabzug dann nicht mehr haben werden, wenn wir die Armee wieder so groß haben. Oh, was ist denn hier los? Nein, nicht. Keine Maultiere mehr. 266 ist eigentlich zu viel. Was soll's?
kriegen wir nicht, oder? Hier 950, doch, die kriegen wir irgendwann. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Wir gucken einfach mal. Sind deine Armbrustschützen in der Archer-Gruppe? Die wurden anfangs immer mal gerne in die Infanteriegruppe geschoben, schreibt Meelings. Das schaue ich gleich mal. Es kam mir verdächtig vor, dass in der Archer-Truppe vorhin nur so 10 Mann waren. Mit. So. Die sind Trupp 2 ist Archer, ja. Trupp 1 ist richtig. Trupp 2, Trupp 2. Nö, das ist okay. Alles gut. Valor de Suel sagt, Gerogon, hast du die Mod installiert, dass die Exp für Truppen fixt? Im Standard bekommen nämlich nur der Stack 30 EP und nicht jede 30, jede Einheit im Stack. Ich weiß nicht, wovon du redest, ne? Bei Kämpfen? Bei automatisch berechneten Kämpfen? Oder wo bei die XP? Raise the Meek heißt der Perk. Perk? Das ist ein Mod. Achso, den Perk habe ich, ja. Ich habe keine Mod installiert, die den Perk irgendwie ändert. Da, erhebt die Sanftmütigen. Und wie heißt der Merk? Mod? Okay, muss ich mal schauen. Zweihändig war mehr HP. Reiten ist mehr. Ja, mehr Pfeile. Fertig. So, ich sehe hier in der Wüste nichts. Wenn es hier ein Easter Egg gibt, dann sehe ich nicht. Nicht, dass irgendjemand von dem Easter Egg gesprochen hätte, aber ich wüsste nicht, wozu die Wüste sonst da sein könnte hier unten. Da geht's rüber. Oh. Na gut. Weg. Wüstenbanditen gibt's hier, ja. Gut. Jede Menge Plünder. Um sie zu durchkämmen. Absolut, Helios, absolut. Und der fand die Hilfe toll. Das ist doch okay. Die alle mit. Gab sogar Charisma für das Helfen. Getreide ist teurer geworden. So 31 Tage ist ein Anfang. Getreide. Ja, das muss erstmal so reichen. Wie, Gero? Wirst etwa langsam müde? Kann ich gar nicht verstehen. Hast du schon Clanstufe 4? Nee, aber wir haben ziemlich viel gekämpft heute Nacht. Ich schätze, wir sind auf halbem Weg zu 4. Ja. Ein bisschen weniger, aber ja. So, mit genug Essen bewaffnet, wieder nach oben.
helfen. Oh, Mist. Aber du magst uns, ne? Magst du vielleicht mitmachen? Das sind keine guten Chancen. Großer Erfolg, okay, hab nichts gesagt. No. Und? Was passiert jetzt? Sehr gut, du hast mich überzeugt, dass dies etwas ist, das ich berücksichtigen kann. Dies ist jedoch ein gefährlicher Schritt und ich setze mein Leben und das Leben meiner Leute aufs Spiel. Ich brauche hier eine Art Unterstützung von ihnen, bevor ich meine Realität ändern kann. Der will ein bisschen Geld haben dafür, dass wir mitmachen. Ich glaube, diese Art von politischen Ränkeschmieden ist noch nicht so unser, ja. Wenn wir mehrere Städte haben und durchgehendes Einkommen von mehreren Städten, dann vielleicht. Der Balken muss nicht voll sein. Ja, das ist schön, Melings. Der Balken ist allerdings bei 10%. Alles weg. Ich tu mal Gold rein und guck, ob das irgendwann anfängt da unten. Oh. Okay. Sehr gut. Dies ist ein großer Schritt, aber muss getan werden. Charisma ganz viel mehr, andere Sachen ganz viel mehr. Und nu? Was bist du jetzt genau? Du bist kein Begleiter. Du bist der Gilman-Clan. Kein Einfluss, 4 Mitglieder. Das ist der zweite Clan. Und was? Die kann ich jetzt kein bisschen kontrollieren, ne? Die wuseln einfach rum. Söldner-Clan. Ha. Na gut, die helfen. Also, alles gut. Die können aber jetzt mit abstimmen, ne? Bei so Krams. Den kannst du auch keine Ländereien zuteilen. Woran siehst du, dass es ein Söldner-Clan ist? Wegen dem Silbernen? Hm. Okay. Aber nice, das ging einfacher, als ich dachte. Und wir haben... Ah, die kostet wahrscheinlich auch Geld, ne? Mitunis-Gruppe? Clan Gilman. King Support minus 400, ja. Das müssen wir jetzt zahlen. Oh, Mirascha ist wach. Moin, Schichtwechsel und Klimpergeld fürs nächste Käffchen. Dankeschön, Mirascha. Ja, King Support. 400 Gold müssen wir jetzt jeden Dingens zahlen. Dafür haben wir mehr Truppen im Feld. Und ich kann sie jetzt theoretisch auch anfordern, richtig. Aber die brauchen halt auch. Einfluss. Einfluss brauchen die auch. Und die tingeln jetzt worum? Bei meinen Lehnen? Oder gehen die einfach irgendwo hin, wo sie wollen? Haben die so eine Art Headquarter? Das sind keine Söldner, das sind Vasallen. Oh. Und der Unaussprechliche ist auch da. Guten Morgen. Mit. Da ist noch jemand zum Beschnacken. Ey du, komm her. Ich möchte da was besprechen.
Ist überraschend gut da dran. So, wir haben einmal gefailt, deswegen hat es nicht geklappt. Okay. Also ich muss jetzt jedes Mal 400 pro Tick bezahlen, weil sie kein eigenes Lehen haben. Als ich ein Vasall war ohne Lehen, also ohne Burg oder Stadt, hat der König mir auch immer Geld gegeben. Sitzt sie jetzt jeden Beduinen an? Nur ein paar, nur mal so zum Gucken. Außerdem sollte ich eigentlich nicht mehr Leute anheuern, weil das zu viel Geld kostet. Ich sollte jetzt wieder nach oben gehen. Ich sollte zu den hellblauen gehen. Und da zwangsrekrutieren. Und rumstänkern. Weiß, würde ich vorher noch viel mehr Pferde holen. Ich habe gerade was anderes geklickt als sonst was. Genau. Ja, wir haben 108 Mann von 212. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen Garnison leer. So erholen die sich auch schneller. Und ich sollte wieder die höheren Einheiten mitnehmen, damit wir diese schönen Spielchen machen können, wo wir wesentlich mehr rauskitzeln, als es eigentlich wert ist. Also die Reisbauern kommen weg, die Rekruten kommen weg. Restlichen davon Rekruten kommen weg. Ein bisschen Kavallerie nehme ich jetzt doch mit, damit wir Geschwindigkeit bekommen. Warum haben wir gerade Geschwindigkeit verloren, weil ich Reiter genommen habe? Weil wir Pferde verloren haben. Okay, mehr Pferde kaufen. Die können auch noch weg. So, schon haben wir wesentlich mehr Platz. Hm? Und hier hätte ich jetzt ganz gerne Asereimeister Bogenschützen. Tier 5. Die helfen. Armbrustschützen 5. Wir bräuchten jetzt ein paar Nahkämpfer. Speerträger. Nee, 88 runter. Okay, das ist schon ein bisschen viel runter. Gucken wir drüber zu den anderen Garnisonen. Ui, Mirasha is continuing the gift sub they got from Emrakul. Es wird mit jedem mal besser aus aussprechen. Der läuft hier fast den Rang ab. Azayajur. Der gute Mann da. Emrakul. Werden die in einer Burg ausgebildet, also kann man die dort verbessern? Ja. Wenn du unter Schloss verwalten gehst, gibt es hier auch. Einmal das da, die wiederholbare Produktion quasi. Dadurch werden die besser entweder rekrutieren sie mehr oder sie trainieren besser. Aber auf jeden Fall kriegen sie auch Tiers dazu. Jedenfalls Standards irgendwo. Ich habe es noch nicht beobachtet, aber es soll funktionieren. Also die haben sich wiederholt, das ist okay. Dann trainieren wir hier weiter. Garnison 134. Okay, wir brauchen immer noch Nahkämpfer. Hier sind nur wieder sehr viele Bogenschützen. Mameluken Wachen.
die Infanterie. Du bist runter von 119. Das geht noch ein bisschen was. Na, komm, nehmen wir auch mit. So. Stabdolchträger. 99. Wovon hat er so viele? Noch mehr Bogenschützen. Wir können keine reine Bogenschützenarmee machen. Das ist. So, das reicht, das reicht. Okay. Bye bye. Ich könnte jetzt Leute mitnehmen zu den Hellblauen. Das Ding ist nur, wir müssten eigentlich hier dafür sorgen, dass die ganzen da verschwinden. Und das machen die eigentlich so. Mirascha geht gut ab. Mirascha hat 10 Subs verschenkt an Leute in der Community. Vielen Dank dafür. Eisenkey, Schrägtalbert, Junkman, Zotors, Strategie-Ecke. Der hat, als ich jetzt wieder angefangen habe zu streamen, er war einer derjenigen, die mich mit ein bisschen mehr Leuten geradet hat. Technik-Wikinger, Mephistus, Sackfaxe und Herakulix. Ja, ein paar Namen, die ich noch gar nicht so gehört habe im Chat, sind dabei. Mal GZ. Gucken wir mal, ob wir da irgendeinen erwischen können mit der Truppe hier. Nee, ne? Ne. Also eine reine Kavallerietruppe war schon ganz schick für mal eben was jagen. Das klappt nicht mehr so wirklich. Ich kauf keine Maultiere, nein. Andere Streamzeit, andere Zuschauer, das stimmt. So früh morgens habe ich noch nie gestreamt. Da lang. Capsio. Abfangjäger läuft. Wieder retten sie uns den Hals, Talana. Wahrhaftig, ihr seid die besten Freunde. Okay. Mit. Das sind die wir gerade beschnackt haben, ne? Die können ganz schön hochgehen mit Truppenlimits. Darum. Oh ja, Gelb prügelt sich hier. Ganz viel Lila. Die können erwischen. Achso, ich wollte eigentlich nach Hellblau rüber, um Zwangs zu rekrutieren. Und rumzustänkern. Jupp. Die sind, glaube ich, auch Clanstufe 4. Oh. Dann habe ich mir ganz schön was erdreistet, mit Clanstufe 3 schon ein eigenes Königreich zu gründen. Hm? Nicht, dass die irgendwann grumpig werden und was abhaben wollen vom Kuchen. Minus 122, aber das geht. Wir machen genug Kohle durch das Rumschlachten und Sachen verkaufen. Alles auf Nummer genommen.
darf überhaupt richtig? Boah. Wir brauchen Feinde, die größer werden, die näher dran sind, die Gelben. Aber wenn wir den Gelben auch noch den Krieg erklären, dann haben wir ein echtes Problem. Ich sehe Kamele. Ich sehe Dinge, die es nicht gibt. Zu schnelle Kamele. Hast du schon volle Workshops und Karawanen? Workshops ja, Karawanen habe ich keine. Weil wir regelmäßig im Krieg sind und weil wir unsere Companions brauchen. Wie sehen deine Einnahmen aus? Weil dein Trupp soll auch nicht gerade wenig ist. Achso, wir sind bei minus 300 pro Tick. Aber wir haben noch einen guten Puffer von 70.000. Und wenn wir erst am hellblauen Gebiet wieder angekommen sind, dann sollte da ganz gut was reinkommen. Oh, jetzt gerade noch minus 27. Hä? Vergleicht mal die minus 27 mit den minus 419 da hinten. Da stimmt irgendwas nicht, oder? Vielleicht wird das King's Support aus einer anderen Kasse gezahlt? Weiß ich nicht. Oh, warte, das können wir jetzt ja machen. Fünf Banditen nur drin. Tschupp. Ja, die Berechnung ist bei mir auch etwas komisch. Okay. Zu dunkel. So, kein Duell. Tot? Tot. Die Workshops sind aber weg, wenn du im Krieg mit der jeweiligen Fraktion bist, oder erinnere ich mich da? Ja, richtig. Die Workshops sind weg, wenn ich mit dem Krieg in der Fraktion bin. Deswegen gehe ich nicht in Krieg mit der Fraktion, wo meine Workshops sind. Die sind alle in einer Stadt von einer Fraktion. Und wenn ich weiß, dass ich mit denen in den Krieg gehen muss, weil die Zweifel zu groß werden als Bedrohung, dann verkaufe ich die Workshops einfach vorher. Das kann mit Karawanen, glaube ich, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sind Karawanen wesentlich leichter zu verlieren. Aber die können dir doch auch den Krieg erklären. Nö, ja, aber es ist unwahrscheinlich. Ich bin recht unwichtig. Noch. Aber hast recht, kann theoretisch auch weggehen. So. Mit. Beziehung ist besser. Du Pferde. Wir sind im Plus. Also wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, was das Geld angeht. Das passt alles. Da oben rum, so wie nah dran sind wir? Einigermaßen. Irgendwelche anderen großen Veränderungen? Nö, super. Keine großen Veränderungen heißt, keine Bugs mehr. Und allein dieses Leben mit Talana spielen wir jetzt schon sehr lange. Das spielen wir schon fast so lange wie Ashlyn, ne? Und Markus. Also jeweils einer davon. Ne, zu groß. Kein einziges Pferd im Angebot. Okay. Da
Gucken wir nochmal nach den Truppen. Oh ja, sehr gut. Aufstufung. Ja, okay. Brauch wieder mehr Pferde. Bullgier haben wir schon welche, die nehme ich mit. Oh, Enkurion von der Hand. Den haben wir auch schon ein, zwei Mal angegriffen. Der soll uns auch noch kennen. Wenn er uns nochmal über den Weg läuft, können wir ihn einfach so anschnacken. Einfach mal Hallo sagen, mal gucken, wie er reagiert. So, feindes Land. Stopp, zurück. Dörfer plündern. Oh. Hilft Takir bei Benzialas Gruppe? Wer ist wer? Metakir, die Belagerung. Metakir ist das Dorf. Takir von Benzial. Takir von der Benzials Gruppe ist Kämpfe in Matakia. Du entscheidest dich, Hilfe Takir von Benzai. Wir helfen ihm beim Plündern, richtig? Guten Morgen, Sail Raider. Und alle anderen, die jetzt nach und nach dazukommen. Jetzt, wo der Tag anbricht. Ich mache einfach mal. Ja, war das Richtige. Okay. Hi. Haben Sie schon mal an eine Versicherung gedacht? Ah, der will gar nicht weiterreden. Okay. Ja, du hilfst beim Plündern. Sehr gut. Und ich raide auch gleich mit. Ching, stopp. Kriegserklärung. Nachtschauer hat Batania den Krieg erklärt. Warum hast du Chat das gesagt? Das waren gerade drei Workshops a 15.000. RIP. Ups. Ja, ups. Wenn ich jetzt Frieden mit denen schließe, sind die Workshops trotzdem weg, ne? Die sind deutlich näher deinen Burgen dran, das auch. Und die da nehme ich mit. Ja, du magst es nicht, dass ich... Ist okay. Sie versucht es immer wieder. Oh, 48 und 32. Komm zusammen. Komm. Ja, 80 Raider. Nimm. Du sollst dir eventuell eine Stadt holen mit eigenem Workshop. Das klingt sehr gut, ja. So, die Gefangenen bringen mir gar nichts. Warum kann ich nur 11 Gefangene mitnehmen? Warum habe ich nur 8, 3, was? Was ist gerade geschehen?
Hast du gerade deine Truppen weggemacht? Warum habe ich meine Truppen weggeschickt? Kann ich sie irgendwie abbrechen? Nee, ne? Ich hätte gerne meine Beute. Stehen die noch irgendwo hier rum? Nee, ne? Okay, dann gehe ich mal ganz heimlich hier wieder weg. Ja, da habe ich keine Hemmung neu zu laden. Das war ein Verklicker. Das war nicht, es ist eine Schlacht schlecht gelaufen oder sonst irgendwas. Gespeichert. Besser. Der Schlafmangel fordert Opfer. Ja. Hoffentlich wird das das einzige Opfer gewesen sein. Eventuell ein wenig übermüdet. Es geht eigentlich noch bei mir. Bin eigentlich ziemlich entspannt gerade. Sollte wie bei Windows sein, sind Sie sicher? Ja, definitiv. Vor allem bei so einer riesen Menge an Soldaten, ne? Das, ja, wäre komisch. So, Sendetruppen. Was genau habe ich da gerade gemacht? Fertig. Ah, ich habe die Gefangenen genommen, dann meinte ich, oh, ich brauche die Gefangenen ja eh nicht und habe da drauf gedrückt, ne? Ja, gut. Das tue ich jetzt nicht. Nehme alles mit und gehe. Oh, Corona. Wollen wir Corona angreifen? Wir helfen Killiams Gruppe beim Raiden. Und klauen ihm sein Zeug. Okay. Bist du denn noch im Krieg? Ich bin noch im Krieg mit denen, ja. Warum ist hier plötzlich so dermaßen viel Loot? Und ja, wir sind auch mit denen im Krieg. Und die haben 2, 4, 6, 7 inzwischen. Also Grün ist am Expandieren. So, Fragerunde. Wollen wir denn hellblau weitermachen? Die schon 2, 4, 6, 8 haben. Oder wollen wir grün angreifen? Die noch keine 8 haben, aber die gut dabei sind, gerade 8 zu werden. Grün, grün. Auch weil die näher dran sind an unseren Burgen, ne? Bleib in der Wüste? Ich bin in keiner Wüste. Frieden mit Hellblau und dann gegen Grün. Das kann ich echt versuchen, ja, das klingt sehr gut. Dafür müsste ich aber erstmal einen von denen zu fassen kriegen. Welche Farbe bist du denn? Ich bin Ocker oder so. Und damit sage ich auch gute Nacht. Viel Spaß noch. Gute Nacht, Melings. Den da. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Kannst aufhören zu laufen. Ich will nur reden. Könnt ihr schneller töten. Ich will reden. Hast du Burgen? Ja, ich habe Burgen. So, besprechen. Friede. Wie teuer ist Friede? Ein Gold. Ich habe mich jetzt nicht schon wieder verklickt, oder?
war wirklich nur ein Gold. Ja, war es. Die hatten wohl keinen Bock mehr auf diese Verrückte, die durch ihre Länder zieht und da überall plündert. Ja, die hatten Angst. Sehr schön, weg. Und ja, natürlich könnte ich mit allen durchgehen im Krieg bleiben und so mehr Ziele haben. Aber das klingt nicht sehr taktisch günstig. Es reicht, wenn ich genug Ziele habe. Genug mal zwei ist schädlich. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir rüber zu grün und machen dasselbe Spielchen da. Also nicht mit dem einen Gold Frieden, aber ja. Oh, das tut langsam weh. Festung Usang wird angegriffen. Die Festung wird angegriffen. Da kommen wir nicht schnell genug hin. Handeln. Ramsch weg. Pferde. Mit. Gefangennahme, keine, nein. Das ist viel zu... Ja, wir verlieren jetzt unsere Burgen. Außer unsere... Ich kann das nicht irgendwie fernkontrollieren, dass die anderen Clans meine Dinger da verteidigen. Ich kann auch die nicht jemand anderem geben. Also nur neu eroberte Sachen kann ich jetzt jemand anderen geben. Ich würde mir die eine Stadt holen wegen der Workshops. Welche eine Stadt? Sargot? Sargot ist recht nah dran, ja. Ist quasi um die Ecke. Also um die Ecke von zu Hause, nicht von da, wo wir jetzt gerade sind. Gucken wir mal, wenn wir die Burg jetzt verlieren, die eine, dann würde ich eventuell sogar absichtlich die andere Burg auch noch verlieren lassen oder zumindest ignorieren und mir irgendwo eine schöne Ecke auf der Karte aussuchen, von wo aus wir den expandieren. Ulrich wurde gefangen genommen. Okay. Mir wäre halt zentraler lieber. Also eher hier die Ecke, damit wir die ganzen Imperialen abdecken können. Und wir sind da außerdem immer schön zentral, um schnell zu einem, zu der zu gehen, die expandieren. Valle de Suel macht Gartenarbeit, viel Spaß. Oder gute Schicht, je nachdem, ob es privat ist oder... Ah, dann viel Spaß und Entspannung. Komme ich irgendwo durch? Pling, pling, pling. Allein, dass die Einnahmen so... Oh ja. Garontor haben wir noch, aber das andere haben wir verloren. Ja, 1400 jeden Tick. Ist okay. Gib mir. Ist okay. So, ich hätte gerne eine Armee mit dem Prinzen erstmal. Dann gucke ich, wo Kohlebeister ist. Kohlebeister ist in Phykion. Phykion ist... zu weit weg. Yeah. Dann gucke ich mir an, wie viele Einheiten jetzt in der Burg drin ist. Wenn man einen Bogen gerade erst mit tun ist, nehme ich noch mit. Ja,
Denn wenn eine Burg gerade erst erobert wurde, dann ist da meistens nicht besonders viel drin. So. Wir könnten die Fest auch noch. Da sind 200 drin. Da sind 114 nur drin. Du bist zu schnell, oder? Du bist zu schnell, ja. Greifen die Festung an. Oh, die greift schon jemand anders an. Schließt sich der anhaltenden Belagerung an. Wenn wir die jetzt belagern für mit Gelb, kriegen wir sie dann oder kriegt Gelb sie dann? Ich glaube, Gelb kriegt sie dann. Ja. Nur dann können die sich die Zähne da ausbeißen, ist okay. Und du sagst, wird von einem Grünen angegriffen. Dann nehmen wir. Gucken wir uns die Stadt an. Hören, die sie da prügeln. Warten und abstauben, ja. Na, wobei ich mit Gelb noch keinen Krieg habe gerade. Die Stadt hat nur 253. Nur ist leichter gesagt als getan. Beim Angreifen verliere ich viel. Das wird auch gerade belagert. Srasok wird auch gerade belagert. Ja, dann kriegt Grün richtig auf die Nase. Dafür, dass sie es gewagt haben anzugreifen. Ich brauche auf jeden Fall noch Verstärkung. Von denen da. Und belage jetzt Sargot. Belagern. Wir hätten gerne keine Ramme, sondern so ein Dingensturm. Haben wir überhaupt Holz? Ich glaube, wir haben kein Holz. Vasallen sind auf dem Weg. Gelb könnte eventuell auch helfen. Also wir kriegen es dann, aber Gelb könnte helfen, weil sie im Krieg sind. Nee. Komm schon, ihr wollt helfen. Ihr wollt helfen, ihr wollt helfen, ihr wollt helfen. Nö. Mein Magen hat echt ein Problem mit 15 Stunden zu streamen. Achso, und ich bin jetzt allein schon angefixt weiter zu spielen, weil ich gerne 24 Stunden voll bekommen würde. Einfach so als quasi Achievement. So, kurz noch warten, bis die Armee da ist. Und jetzt wird sogar gebaut. Oh nice, ich habe das Holz. Gelb denkt, wartet nach. Ah, fuck.